und Robi mit der Chance zum Ausgleich. Und Helmut jetzt hier von der Deckung ein bisschen umgestellt. Macht hier ein bisschen mehr, arbeitet hier ein bisschen mehr und ist auch erfolgreich. Also das macht dann einen guten Torwart aus, sich da nicht drei Sätze lang gleich abschließen zu lassen, sondern verschiedene Deckungen auszuprobieren. Ja, Kurbler hier auf lang und Ball landet doch wieder auf der 3 von Robi Mariam. Schöner Ball auf lang. Lücke war da, geht leicht schräg zurück. 1:1 Ausgleich. Und schön geblockt hier von Robi an der Bande. Kriegt den Ball hier auf die 5 zurück. Jetzt erfolgreich mit dem Pass. Und wieder der lange, leicht schräg zurück. 2:1 Führung. Und Ruben Heinrich jetzt hier unter Druck. Muss jetzt hier reinkommen vom Schießen. Und Stupserversuch hier von Ruben Heinrich. Aber da steht Guido Böhm. Und der geht an den Pfosten und raus. Nächste Chance für Ruben Heinrich hier auf der 3. Hat bisher im Spiel erst einen Ball gegen Lennox geschossen. Jetzt kommt der zweite. Auf links. 2:2 Ausgleich. Und missglückter Feldversuch von Robi. Landet dann doch noch auf seiner 3. Chance zur 3:2 Führung. Und trifft er nur den Pfosten. Schönes Rausspiel hier von Hanekamp, prallt da an den Puppen von Lennox ab und Ruben mit der Chance zur Führung. Im zweiten Satz hier, erster Satz ging 5:0 verloren. Wieder Passversuch von Hanekamp, landet da über leichtem Umweg auf der 3 von Ruben Heinrich. Nächste Chance hier. Wieder der Schubserversuch und wieder hält Lennox und haut nochmal seine geile Torwart-Variante daraus aufs lange Eck. 3:2 Führung. Wichtiger Punkt hier, wichtige Situation. Also der Torwart aus Hamburg hier ein wichtiger Faktor für das solide Spiel. Hält hier gut, spielt gut raus und sorgt immer wieder für eine Überraschung. Und jetzt nächste Chance hier für Robi auf der 3. Und das Rausspiel von Hanekamp wird hier auf der 5 von Robi geblockt. Und damit ein Ball für Guido Böhm auf der 2 und das ist immer gefährlich. Und wir sind zurück im Spiel. Ja, diesmal an der 5 hängen geblieben. Chance für Ruben Heinrich. Und
Der trifft den Abroller auf die linke Seite. Schön lang. 3:3 Ausgleich. Und jetzt wird Ruby hier auf der 5 geblockt. Und Ruben nimmt das Timeout. Den Linksabroller in den Haft. Von Ruben, ja. Ja, wir gucken uns nochmal den Abroller von Ruben auf die linke Seite an. Und vor allen Dingen auch die Deckung von Lennox. Bis jetzt kommt jetzt der Torwart hier auf links reingefahren. Ja, schön an den Pfosten ran hier. Da stand der Torwart nicht richtig in der linken Ecke, beziehungsweise ist gerade weggefahren. Also Ruben Heinrich guckt hier auf den Torwart links, können wir uns vielleicht merken und schauen, wie er weiter vollzieht. Ja, gleiches Setup wieder sozusagen. Gleiches Bild, Torwart auf links, zuckt raus. 4:3 Führung. Die beiden aus Hannover haben sich so ein bisschen gefunden. Und Ruben verliert jetzt hier den Ball auf der 5. Der geht zu Hanekamp nach hinten. Schöner Pass hier von Helmut Hanekamp. Hat da einen unaufmerksamen Moment von Robi genutzt und den Ball nach vorne befördert. Ruben auf der 3. Letzten beiden Bälle nach links gegangen. Und jetzt steht Lennox da mit der Abwehrpuppe. Nächster Passversuch von Hanekamp. Und auch Lennox versucht hier mit dem Torwart wieder schnell abzuschließen. Kommt hier gut über die 5 hinaus. Und Hanekamp wieder. Guckt sich da die Passoption an und bleibt an der 5 hängen. Kleine Unaufmerksamkeit hier, beziehungsweise ein bisschen Pech, sorgt dafür, dass es hier zum Satzausgleich kommt. 1:1. Und wir sind sehr gespannt, wie das hier weitergeht.